Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Folge. Ja, wir sind heute mal wieder in Wuppertal unterwegs. Ich hatte ja gesagt gehabt, dass ich ja jetzt vorhabe, mir diese ganzen DLCs jetzt mal so richtig unter die Lupe zu nehmen, alle Linien mal abzufahren und sonstiges und so fort. Die Schwebebahn sind wir ja hier schon mittlerweile abgefahren, deswegen dachte ich mir so, komm, jetzt sind es mal die Linie 608 und die Linie 604. Ja, denn diese Linien, ja, sind keine richtigen Linien. Also, was heißt schon, sind schon richtige Linien, aber die sind hier nicht im Vollen und Ganzen drauf. Die sind halt nur zur Hälfte oder zum Viertel vielleicht hier befahrbar, aber ich dachte mir so, komm, das schauen wir uns heute in den Folgen jetzt mal an und in der nächsten Folge, wenn wir uns dann die Linie 608 vornehmen. Und natürlich fahren wir das Ganze mit dem Citaro LE, der mit Wuppertal natürlich mitgeliefert wird, ne? Dieser ist allerdings nicht in dem Mini-DLC enthalten, also das ist nicht dabei. So, und sonst sehen wir hier, ja, es geht schon. An sich ein Bus, der okay ist. Ich bin jetzt nicht so der Citaro-Fan, aber gut, das ist jetzt, da kann man jetzt wieder streiten. An sich ist es ein schönes Modell. Hier sehen wir, ne, Stadtbus LE. Also das passt schon ganz ohne Tickets und 60 Euro. Also das ist schon okay. Aber ich bin halt der Meinung, wie viele andere auch, es gibt einfach viel zu viele Citaro C2s hier für OMSI. Und dadurch, dass jetzt natürlich jetzt noch ein richtiges Payware-Adder mit C2 rauskommt, ist natürlich, ja, wird das Ganze nochmal erweitert. Also man müsste sich eigentlich mal diesen Gimmick machen, ja, alle C2s mal nebeneinander aufzureihen, das Ganze mal abzufotografieren oder online zu stellen. Ich glaube, das wird übel. Das wird richtig übel, wie viele C2s eigentlich hier in OMSI vorhanden sind. Mit Void, ohne Void, mit ZF, ohne ZF, mit Dach, ohne Dach, hinten, vorne, hier, Licht, überall, alles anders. Ja, aber insgesamt ist es gefühlt einfach 100 Stück oder sowas. Also es ist schon Wahnsinn, wie viele C2s existieren hier in OMSI. Ich hoffe, dass das Ganze nicht so heftig wird in Lotus, ja, dass es da vielleicht ein Modell gibt, wo man dann halt dementsprechend halt die Varianten auswählen kann. Das würde ich begrüßen halt, ja, aber dass du dann halt, also überall, und dann heißen sie ja auch nicht alle Mercedes C2, nein, dann hast du einmal Wuppertal, einmal Bremen, einmal hier und einmal da, also Bremen war jetzt ein Beispiel, ja, also überall hast du jetzt hier dementsprechend verschiedene tausend Namen und überall hängt ein C2 drin, ja, das ist ja natürlich. Da ist mir so ein bisschen mehr Ordnung, wäre mir da eigentlich ganz recht, wenn das da so vorhanden wäre, ne? Dass man das Ganze so ein bisschen sortieren kann besser. Das ist ja in OMSI ja nun nicht möglich. Naja, ich würde mal sagen, bevor ich mich jetzt hier wieder auslasse, ja, starten wir mal lieber unsere Möhre. Ich habe dementsprechend meine Grafikeinstellung ein bisschen angepasst, denn ja, ich muss dazu sagen, dass Wuppertal, Metropole Ruhr, alle Projekte von Kevin Nitschmann, sie laufen bei mir performance-technisch ein bisschen schlecht. Weiß ich nicht, woran das liegt. Das ist halt, ich habe keine Ahnung. Aber wenn man das Ganze so ein bisschen mit der Grafik so ein bisschen einstellt, dann funktioniert das Ganze. Sieht zwar dann dementsprechend halt aus, ne? Also nicht mehr ganz so hübsch. Aber ich denke mal, das geht eigentlich in Ordnung. 969100 und wir sind auf der. Hier sehen wir, ne? Also das ist die Linie 604. Die fährt halt vom Barmen Bahnhof nach Lenepaar Straße. Das ist jetzt wirklich nicht viel. 604. 01. So, schauen wir mal, ob das Ganze hier passt. Lenepaar Straße. Wunderbar. Wie gesagt, ich persönlich kann es absolut nicht nachvollziehen, warum dieser Bus so gefeiert wird. Also, ne, ich bin natürlich ja mit Solaris und so, ne, wisst ihr ja Bescheid, ne? Ja, hallo. Also, großer Fan, großer Solaris-Fan, ja. Ich kann es aber nicht verstehen, warum Gott und die Welt halt einfach diesen C2 liebt. Erklärt es mir doch einfach mal, bitte. Schreibt das doch mal in die Kommentare. Es muss einen Grund geben, warum alle diesen C2 so toll finden. Also es kann ja nicht weiß ich nicht, es kann ja nicht einfach so, warum nicht der O530 zum Beispiel, ja, also ich meine, ist ja auch nicht schlecht, so vom Aufbau her. Alle finden C2 toll. Naja.
So, wie viele Minuten haben wir denn noch? Ganze 5 Minuten. Dann werden wir das Ganze mal ein bisschen vorspulen. 1, 2, 3, 4. So, dann haben wir ja noch eine Minute, wo noch Fahrgäste einsteigen können. Oder auch nicht. Wenn ich will, der hat halt schon. Muss mal gucken, ob ich mal ein bisschen lauter mache, damit das Ganze mal wieder ein bisschen schöner klingt hier alles. Das ist immer unterschiedlich. Lotus, wenn ich permanent Lotus aufnehme, muss ich Lotus so leise machen. Ah. So, allerdings, ich brauche die Hilfsfälle. 604 sind wir, habe ich gesagt. Also von daher, los geht's. Ja, das wäre zum Beispiel so ein Content gewesen, wo ich gedacht hätte, okay, also das macht man vielleicht jetzt so als Mini-DLC. Ne? Damit die Linien vielleicht irgendwann mal komplett befahrbar sind. Alter Markt. Aber dies ist leider nicht so. Ich meine, der erste Mini-DLC, ich glaube, die Linie 639 war das Ganze gewesen mit dem Zoo und alles was. Also das war schon eine absolute Herausforderung gewesen. Also der DLC war jetzt wirklich nicht schlecht gewesen. Ja, 5 Euro kann man jetzt auch wieder, ne, wieder stundenlang unterhalten drüber. Aber so an sich fand ich es eigentlich okay. Ja, also die war eine schöne lange Route gewesen, also eine längere Route, sehr herausfordernd auch. Ja. Ich weiß, der eine oder andere sagt halt so zum Beispiel, jetzt hätte man auch umsonst jetzt einen Wuppertal zum Beispiel einbauen können. Ja, hätte man. Aber wie sagt man immer so schön, hätte Fahrradkette, ne? Und ist halt nicht. Also 5 Euro kostet das Ganze auch. Wie gesagt, der zweite Mini-DLC wird auch so um die 5 Euro kosten. Seitdem ihr seid Besitzer von dem Düsseldorf-Addon, dann bekommt ihr das Ganze natürlich umsonst halt. Ich sag ja, also die Performance, die ist schon ein bisschen heftig. Und ihr seht jetzt gerade ein bisschen meine Grafikeinstellung. Also das ist schon wirklich hart anzusehen. Na toll, ich sehe jetzt gar nichts hier. Aber wir haben Grün. Guten Tag. Hallöchen. Hallo, Busfahrer. Ja, hallo, Busfahrer, ne? Ja, die Gamescom startet ab heute, Leute. Es ist soweit. Ich bin mal gespannt, was so toll ist. Auf der Gamescom irgendwie so vonstatten geht. Ich bin tatsächlich, muss ich sagen, ein bisschen traurig, traurig. All meine YouTuber, die gehen halt hin, ja, und haben sich dann am Montagabend schon verabschiedet. Ja, also wir sind auf der Gamescom und so. Meine Wenigkeit nicht. Das ist tatsächlich ein bisschen hart, aber ich habe wirklich gesagt gehabt, also es hat sich die letzten 3 Jahre absolut nicht gelohnt, so zu Gamescom zu gehen. Also gelohnt in dem Sinne, dass man ja sowieso eigentlich ja nur langläuft und guckt. Ja gut, mehr machst du halt in der Regel nicht auf der Gamescom, aber wir sind nicht mehr ansatzweise mal an irgendeine Station rangekommen, wo man hätte mal selbst mal Hand anlegen können oder sowas. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen schade, aber das ist ja klar, ja, die Messe ist einfach absolut überfüllt. Die letzten Jahre waren sie auch absolut überfüllt gewesen, weil ständig halt immer irgendwas war. Ja, ich glaube, in der letzten war dann sogar Baustelle gewesen oder was, da mussten dann die Hallen. Da haben sie 1, 2 Hallen denn weggestrichen. Ja, genau. Ja, und dementsprechend zieht sich das Ganze denn auch, ja. Und also, es war einfach viel zu voll gewesen. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Und dann hatten wir auch mal das Glück gehabt, dass es in Köln immer gefühlt 1000 Grad waren. Traumhaft.
Ja, aber auf jeden Fall ist es trotzdem so ein bisschen schade, ja, dass ich da halt dieses Jahr mal nicht hinfahre. Aber auch der Ice Dragon ist ja auch nicht da, ne? Also ist sein Urlaub diesmal auch ein bisschen anders geplant. Aber es kann sogar sein, dass wir vielleicht ein gemeinsames Projekt nochmal starten. Er für Microlaser TV und ich dann hier für ÖPNV-Simulation. Da müssen wir mal gucken. Und dann startet ja jetzt auch demnächst halt Transport Fever tatsächlich. Das hat sich der eine oder andere sehr, sehr gewünscht. Ja, also was heißt der eine oder andere? Es waren doch schon ganz schön viele. Aber dazu möchte ich denn quatschen mal mehr im Let's Play zu Transport Fever. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Wie gesagt, also ich selbst muss sagen, hätte ich nicht mit gerechnet, dass das Ganze ja noch weniger mit ÖPNV zu tun hat, als ja, alles andere, was eigentlich auf der Liste stand. Dass das Ganze ja eigentlich eine Wirtschaftssimulation ist und ja, ich und Geld, das ist eine ganz böse Mischung. Guten Tag. Ich muss mal ganz kurz gucken. Es tut mir leid. Ja, wieso ist denn die Ampel hier grün, wenn wir auch grün haben? Aha, aha, aha. Okay, okay, okay. Gut, solche Sachen sollten gefixt sein, in der Regel. Schurstraße. Ja, was geht? Nicht viel bei dir? Ja, also, wie gesagt, solche Sachen, sowas muss gefixt werden. Also, wenn ein Addon natürlich auch schon ein bisschen älter ist, ja, dann darf sowas eigentlich nicht mehr sein. Ich meine, ich weiß nicht, ob die Fahrzeuge dann da stehen bleiben, aber, ich weiß es nicht. So, dass sich jetzt die Häuser halt, als vervielfältigen und 20 Mal drin sind, das ist mir eigentlich vollkommen, aber so auf jeden Fall, das andere muss halt stimmen, so mit den Verkehrsregeln und alles, was ja, dass da alles hinhaut. Also da lege ich dann halt schon Wert drauf. Berlestraße. Bin auf Düsseldorf mega gespannt. Mal gucken. Jetzt in den letzten News hatte ich ja gesagt gehabt, dass ja Kevin Nitschmann da ja eventuell überlegt, da sogar Straßenbahn mit einzubauen. Ja, das könnte ja vielleicht interessant sein. Wäre auf jeden Fall nicht das erste Projekt, wo halt Straßenbahn mit drin wäre. Ja, aber nochmal zur Gamescom halt zurückzukommen. Wie gesagt, es kann halt sein,
dass es mehr Folgen, also mehr News geben könnte. Also wenn natürlich da irgendwas ist, dann würde ich da jetzt nicht bis zum Wochenende warten oder sowas. Dann werde ich schon gucken, dass ich da die News doch deutlich und Tag gleich dann immer noch rausbringe. Ich versuche das Ganze natürlich immer kompakt wie möglich zu halten. Ja, nicht, dass ich da jetzt am Tag jetzt 20 News raushaue oder sowas zum Eicheln und nicht davon ausgehe, dass da so viel jetzt rauskommt oder jetzt neu ist, was uns jetzt so in dem Punkt jetzt hier auf diesem Kanal interessiert. Ja, also, aber von daher versuche ich das Ganze natürlich dann gebündelt dann halt zu halten. Und das ist dann am Sonntag dann, wenn die öffentlichen, die normalen News, die öffentlichen News, die normalen News, das Ganze dann nochmal anspreche. Also solltet ihr es halt nicht schaffen, jetzt diese News zu gucken, dann, und am Sonntag reicht euch das alles. Und solltet diese Themen am Sonntag dann halt auch nochmal dran sein. Wieder mal vergessen, mich stumm zu schalten hier auf Steam. Naja. Ich glaube, das lerne ich auch nicht mehr. So, alles aussteigen. Straße. So, und damit haben wir die Fahrt abgeschlossen. Ja, das war die Linie 604. Wie gesagt, jetzt werden wir uns noch die 608 anschauen in der nächsten Folge. Und dann haben wir das auf jeden Fall alles. Und ja, mal gucken, wie die Linienführung ist. An sich fand ich jetzt die Linienführung jetzt nicht schlecht. Aber es hätte jetzt doch, ich finde halt persönlich, ein bisschen länger sein dürfen. Ja? Ich weiß halt nicht, ich kenne mich da jetzt nicht aus, wie lang die Linie 604 jetzt ist. Und inwieweit man hätte das jetzt noch erweitern können. Ja, aber naja. Naja. Schauen wir uns nächstes Mal
die Linie 608 an, würde ich sagen. Also von daher bedanke ich mich natürlich wieder. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Schreibt es in die Kommentare und sonst sehen wir uns dann zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht. Ich verabschiede mich. Sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.